Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das hier auf diesem Kanal starten wird, und zwar zu Transport Fever 2. Das Spiel ist der Nachfolger von Transport Fever 1, ist jetzt am Mittwoch erschienen. Davor gab es nur eine geschlossene Beta, die nur einige, vor allem große YouTuber, verfügbar hatten. Ich leider nicht. Deshalb kann ich das Spiel auch erst jetzt spielen. Ich würde sagen, wir starten jetzt ein freies Spiel in der gemäßigten Zone. Und als World Seed würde ich einfach hier TLC eingeben für meine Kanalbuchstaben. Und ich finde eigentlich, so sieht's ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir starten dann die Map und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Spiel geladen hat. Natürlich nicht zu vergessen, wir werden im Jahr 1850 auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel spielen mit europäischen Fahrzeugen. So, und wir sind jetzt hier gespawnt. Und das erste, was ich natürlich gesehen habe, war hier dann diese riesige Fläche, wo einfach 6 Felder direkt aneinander sind. Ich habe den Vorgänger schon gespielt, dadurch kenne ich natürlich die meisten Mechaniken, die hier im Spiel so verfügbar sind. Müssen mal schauen, dass vielleicht relativ einfach am Anfang erstmal ist, was man machen könnte. Und da sieht doch das hier eigentlich ziemlich gut aus. Einfach so, so und dann so. Perfekter Kreislauf. Besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Müssen also einmal von hier nach da, dann nach da und dann nur noch in den Ort rein. Ich würde nur sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Bahnhof. Wenn ihr Karte natürlich selbst spielen wollt, könnt ihr ganz einfach den gleichen Seed nehmen, die gleichen Einstellungen, die ich vorgenommen hatte, und habt dann die gleiche Karte. Ist eigentlich relativ nice, dass man solche Möglichkeiten hier hat. Erster Bahnhof wurde platziert. Der Weg ist auch gar nicht allzu lang, also lohnt sich eigentlich schon gar nicht so extrem, hier etwas zu bauen. Und höher und niedriger will ich das eigentlich gar nicht machen. Wie bauen wir es am besten hin? Hätte gesagt so. So sieht das gut aus. Das ist noch nicht verbunden. Das heißt, ich muss hier noch eine kleine Straße bauen. Wir starten natürlich in 1850, wodurch wir auch erstmal nur Dampflokomotiven haben werden. Wir können... Nein! Ich wollte den da gar nicht bauen. Es hat mir jetzt gut was gekostet. Aber damit muss man nun mal leben, wenn man sich verklickt. Einfache Strecke. Ziemlich simpel. Aber es funktioniert ja. Dann müsste ich hier noch einmal ein Depot bauen. Hier müsste es finden sein. Genau. Ein Zugdepot. Da müsste nun eine neue Linie erstellen. Und das jetzt, zu welchen Ort wollen wir es benennen? Liegt nicht an Wasser, sonst hätte ich es natürlich Hamburg genannt. Ich würde mal sagen, den nennen wir einfach München. Und dann könnte ich auch die Linie München Doppelpunkt Treibstoff komplett, da wir am Ende alles anschließen werden in einer Linie, müsste zumindest funktionieren. Gab man aber auch keine unterschiedlichen Waggons dafür. Und der Vorteil an dieser kurzen Strecke ist natürlich, dass wir es relativ gut hinbekommen. Brauchen wir die Kesselwagen? Genau, die können alle drei Typen, die wir eben halt brauchen, easy transportieren. Auf was für eine Kapazität gehen wir dann? Ich würde sagen, wir gehen mittelmäßig. Wobei, sollte schon sehr wenig Leistung. 40er Kapazität, was hat er so? 20 km/h und 40 km/h. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das können wir machen. 1,2 Millionen geht auch an dem, von den Preisen her. Und das können wir dann auf die Linie hier schicken. Dann können wir uns mal
hier unsere erste Lok anschauen. Schön in Gold gehalten. Mit schönen alten Wagen. Und die Lok ist ja auch wirklich mal richtig klein. Wahrscheinlich auch relativ schnell ersetzt werden, sobald die nächste bessere Lok kommt. Ist jetzt, glaube ich, nicht die perfekte Strecke. Hier hätte man es vielleicht noch etwas flacher bekommen. Aber ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Ne, das wollte ich nicht anklicken. Ich wollte einmal auf die Höhen gucken. Ja, ein bisschen geht's hoch. Wir haben hier 5,8 Meter. Als ob das so niedrig ist. Und hier haben wir 25 Meter. Also schon ein gewisser Unterschied, aber denke ich mal, sollte jetzt nicht allzu schlecht sein. Die ackert sich hier natürlich ordentlich nach oben. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier einen Kopfbahnhof wieder ein, dass der so fahren kann. Sein, wir hätten natürlich irgendwo in der Nähe noch eine Stadt, die Treibstoff braucht. Es wäre nur die hier hinten dann wieder. Und hier können wir dann auch lieber die nehmen. Dann würde ich definitiv zu einem Kopfbahnhof tendieren, den wir hier hinbauen. Güter. Ja. Sieht so eigentlich ganz gut aus. Müssen ja auch nur noch hier in der Stadt selbst einen Bahnhof bauen. Würde ich entweder hier platzieren, dort kommen wir dann aber nicht mehr so easy an alles ran, weil wir es natürlich schön hier hin platzieren könnten. Da müsste alles reichen. Ist verbunden. Sehr gut. Können wir natürlich später, beziehungsweise können wir eigentlich auch jetzt schon erweitern. So, einmal das hier einfach abbauen. Setze das erst mit einem Passenger Building. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir hier an der Seite einfach ein Cargo Building bauen. Dann dürfte das gehen. Gewinnt jetzt natürlich noch keinen Schönheitspreis. Aber fürs Erste reicht es, denke ich mal. Damit sollten wir mich auch nicht mehr ganz alles abdecken. Ansonsten müssen wir einmal hier eine Straße entlang führen. Reiß jetzt das Haus lieber einmal ab. Auch wenn die Straße jetzt, glaube ich, nichts gebracht hat. So würde es etwas bringen. Und jetzt auch wieder alles verbunden. Hier wird schon ordentlich produziert. Hier zurzeit noch nicht. Das muss dann erstmal alles weiterverarbeitet werden. Und sagen, wir machen auch direkt weiter mit der nächsten Strecke. Machen das Ganze auch etwas schneller. Damit wir hier nicht so Ewigkeiten brauchen. Müssen wir hier einmal wieder auf die Höhenlinien gucken. Denn hier ist ein Berg, wo wir wahrscheinlich rüber müssen. Weil wir auch erstmal von hier anfangen könnten. Meine, am Anfang macht es sowieso noch keinen großen Unterschied. Und die Strecken sind auch alles andere als lang. Und das geht hier, würde ich meinen. Den Zug könnten wir hier rausbauen. Müssten ja relativ günstig bei rumkommen. Ja, die Tipps brauche ich nicht. Und dann können wir uns gleich hier in das Gleis einfügen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. So passt das. Und dann haben wir auch eigentlich die Strecke schon vollendet. Und können die direkt erweitern. Relativ lucky tatsächlich hier
der Start. Sowas meckert er jetzt rum, weil hier nämlich noch die Strecke nicht ganz verbunden ist. Müssen wir natürlich noch machen. Und jetzt funktioniert es immer noch nicht. München Nebengleis. Und der Ort. Deswegen. Stimmt, das müssen wir natürlich auch noch verbinden. Können wir hier einmal so eine Drehung machen und dann da rangehen. Sollte auch relativ günstig möglich sein. Natürlich nicht mit optimaler Geschwindigkeit. Ich baue hier auch mal direkt ein Doppelgleis. Das ist nämlich notfalls auch unser Ausweichsgleis. Und dann sollte es jetzt nicht rot blinken. Sehr gut. Können wir, sobald wir wieder genug Geld haben, auch direkt dort eine zweite Bahn drauf schicken. Das ist eigentlich zurzeit die Einnahmen. Zurzeit noch nicht verfügbar. Wahrscheinlich, weil die noch nicht genug oft angekommen ist oder so. Ja, Ticket 215.000. Aber der Unterhalt ist zurzeit noch etwas zu groß. Sollte sich aber hoffentlich einpendeln. Mit der Zeit. Der soll natürlich erstmal zurückfahren. Der sich überall vollladen soll. Mal hier, hier und da. Beim letzten kann er sich natürlich ausladen. Das hier. München. Ölquelle. Sorge für, dass mindestens 300 Gütereinheiten warten. Entspannt das Achievement. Und der braucht hier immer genug Öl. Und eigentlich braucht er ja. Wie sind Verhältnisse? Dafür braucht er ein. Das heißt, das 1 zu 1. Aber hier braucht er eben halt. Braucht er zweimal so viel, um das dafür genug zu haben. Das heißt, ich könnte auch eigentlich sagen: Nach der Ölraffinerie soll er nochmal dahin und dann dahin. Dann hatte mich da dort doppelt so viel, was er transportiert. Und dann sollte das genug ausgependelt sein. Können wir den mal ein bisschen verfolgen. Es gibt natürlich auch noch eine Ego-Perspektive. Ist schon eine ganz schöne Strecke bisher. Oben kann er natürlich alles andere als schnell fahren mit nur 10 km/h. München Treibstoffraffinerie. Rein theoretisch ist es ein Abnehmer. Lieferanten sagt er auch noch nicht, dass er irgendetwas bekommt. Jetzt habe ich erst gecheckt, woran das liegt. Der ist einfach nicht verbunden mit der Fabrik. Das ist natürlich nicht gut. Müssen wir uns jetzt wohl oder übel einem etwas leihen. Dann nicht schnell eine Verbindung bauen. Jetzt funktioniert das auch. Daran habe ich jetzt aber wirklich lang gesessen, um herauszufinden, woran das liegt. So eine kleine Sache eigentlich, die das nur war. Aber es sorgt immer dafür, dass so ein ganzer Kreislauf nicht funktioniert. Jetzt funktioniert das auch und hier wird alles angeliefert. Die Ölfässer kommen. 35 Produktion, 35 Versand. Sehr, sehr gut. Und dann können wir auch überall sagen, vollladen. Einer Fracht. Der transportiert jetzt hoffentlich das Öl darüber.
Und dann sollte er dort den Treibstoff bzw. das Öl abholen. Und wieder aus. Achso, er fährt jetzt nochmal zur Ölquelle. Okay. Dann sollte er es aber beim nächsten Mal abholen. Ja, 30, 31. Gut, dann kann er auch direkt weiterfahren. Das ist doch schon mal was ganz Nices. Dann mache ich hier auch nochmal eine Doppelkreuzungsweiche hin. Beziehungsweise brauche ich eigentlich gar nicht die Doppelkreuzung. Kann auch einfach so sein. Das reicht. Schön, dass er sich mal wieder nicht voll lädt. Jetzt wieder. Er hat noch alles richtig. Und jetzt müssen wir natürlich wieder an Geld kommen. $58.000 ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe ja, dass wenn er die Strecke benutzt, dass er dann nicht ganz viel hoch und runter fahren muss und ein bisschen schneller vielleicht vorankommt. Weil auch wenn die Strecke sehr kurz ist, oder dadurch, dass die Strecke sehr kurz ist, aber der Zug trotzdem lange braucht, verdient er eh mal kaum was. Braucht trotzdem lang. 34 sind drin, eine muss noch produziert werden. Und sehr gut. 35 sind da. Nein, du sollst dich ganz ausladen. Ist immer noch irgendein Fehler drin. Wahrscheinlich, weil ich auf Wenden gedrückt habe. Ja, kann gut sein. Kann sehr, sehr gut sein. Hier wird es auch tatsächlich weniger. Also die lagern es um von Ölquelle zur Treibstoffraffinerie. So soll es ja auch sein. Oh, endlich habe ich es geschafft. Jetzt gucke noch einmal zu, wie das Ganze, wie das eine Runde einmal durchmacht. Und danach war es das auch schon mit der heutigen Folge. Wir haben jetzt tatsächlich in-game 10 Jahre verlaufen lassen. Dabei eigentlich nur Minus gemacht. Aber ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder ins Plus kommen. So wäre zumindest mein Ziel. Mal Autosave machen. Jetzt lädt er das hier ab, wenn alles richtig läuft. Abladen. Nichts aufladen. Sehr gut. Dann geht er hier hin. Das Gute ist ja auch, wenn er nach da fährt, hat er ja auch keinen Rückweg, den er absolvieren muss. So. Geht jetzt hier hin. Lädt sich wieder auf. Wieder mit 35. Geht jetzt hier hin. Und sollte sich jetzt mit Öl aufladen, alles an Rohöl loswerden. Eine Stadt hier müsste dann auch schon Wachstum zeigen. Ja, tatsächlich plus 50% schon. Und dadurch, dass ich den Bahnhof wirklich gut platziert habe, sind jetzt auch keine Emissionen, weil darauf muss man achten, das finden die natürlich nicht gut. Aber hier sind die Wohngebäude, hier ist eben mal der Bahnhof und den habe ich extra so platziert, dass wenn überhaupt nur sehr, sehr wenige Wohngebäude dort in Einbezug genommen werden sollten, wenn die mal hier weiter ranrücken. Wenn man sich mal das hier anguckt, das will man natürlich nicht, dass da so viel Emissionen sind. Deshalb haben wir gerade ein ziemlich gutes Wachstum. Das hilft natürlich relativ gut. Ein paar Ziele können auch schon erreicht werden durch Autos bzw. durch Kutschen. Aber eben noch nicht durch öffentlichen Verkehr. Was muss man sonst eigentlich noch achten? Verkehr ist natürlich noch sehr gut. Station auch noch nicht überfüllt. Und man sieht hier,
wie einfach mit der Zeit immer mehr Häuser gebaut werden. Hier auch schon seit 1859 geht das richtig hoch. Ist schon gut zu sehen. Das sollte sehr schnell eine sehr große Stadt werden. Hier muss ich das auch erstmal noch einpendeln, weil natürlich noch nichts vorproduziert ist. Und ich glaube, dass eventuell auch erstmal hier an der Station, die an der Treibstoffraffinerie, nur Ladewand vorhanden sein sollte. Dann geht das nämlich ein bisschen schneller durch. Muss er nicht unendlich warten und hat beim nächsten Mal dann das, was er mitnehmen kann. Und irgendwann hat er automatisch, dass er sich volllädt. Und wir sind mit den Einnahmen gerade im Plus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt gucken wir nur einmal, dass er hier noch ankommt. Im schönen München. Steht auch einfach ein Baum direkt im Bahnhof. Und 48.000 nochmal dafür, dass eigentlich kaum was angekommen ist. Das war's dann mit der heutigen Folge Transport Fever 2. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne hier ein Abo auf dem Kanal da, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem lasst doch gerne Bewertungen und einen Kommentar hier unter dem Video da und teilt auch gerne das Video. Wäre auf jeden Fall super nice und bis zum nächsten Video. Ciao.